Hi Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch wieder willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und wie letzte Mal besprochen, hier die erste Order Box aus der neuen Celebrate the Saga Collection von Hasbro. Hasbro hat hier 8 Pakete auf den Markt gebracht, diese aus dem riesigen Star Wars Universum, und bringt in diesen Paketen eine schöne Auswahl von Figuren aus den Episoden 1 bis 9. Letztes Mal ging es ja um den Widerstand. Die Packungen gibt es ab einem Preis im Schnitt von 38,99 und sind bei diversen Online-Händlern und im Spielwarengeschäft erhältlich. Die Boxen auf der Seite des Imperiums sind immer in Rot, Schwarz, Weiß gehalten, und die des Widerstandes, der Rebellen und der Jedi in Weiß, Blau, Schwarz. Oben wie immer das bekannte Star Wars Logo, das Celebrate the Saga, das neue Logo aus der Kollektion, Hasbro und der Hinweis auf Disney, das Ganze schon ab 4 Jahren. Wir haben hier wieder ein neues Logo. Die Boxen haben immer jeweils ein anderes Logo, bis auf den Widerstand und die Rebellenallianz. Die hatten das gleiche Logo. Und hier nochmal der Hinweis auf die erste Order. Die Fensterbox offenbart uns auch gleich einmal den Inhalt. Und zwar hier ist einmal BB-9E, ein Mausdroide. Wir haben hier General Hux, Captain Phasma, einen Flametrooper, und wir haben hier einen ersten Offiziertrooper, also der ersten Ordnung. Oben nochmal das Logo, der Hinweis auf die erste Ordnung und das Celebrate the Saga Logo. Hier sehen wir noch einmal die Figuren, die drin sind. Auf der Rückseite auch nochmal die Figuren und wie immer der Hinweis oder diese kleine Biografie. In den unbekannten Regionen der Galaxis schmiedeten ehemalige imperiale Offiziere, Adelige und Technologen Pläne für ihre Rückkehr an die Macht und bauten im Geheimen Flotten und Armeen. Aus dieser Bewegung entstand klar die Erste Ordnung. Und im Hintergrund wie immer das Artwork hier in schwarz-rot gehalten. Ich hole die Figuren einmal raus und wir sehen sie uns näher an. Wir haben die Figuren nun vor uns liegen und wie immer messen wir sie einmal. Ihr wisst ja, es handelt sich hier um 9,5 cm Figuren. Wir haben hier beim Flametrooper die 9,5 cm, 10 cm circa beim First Order Trooper. Captain Phasma ist größer, das sind 11. Und General Hux hat hier circa 10,5 cm. BB-9E hat 4 cm mit Antenne und der Mausdroide hat 2 cm. Wie immer wiegen wir das Ganze natürlich einmal. Der Flame Trooper 21 Gramm. Der Offizierstrooper auch 21 Gramm. Captain Phasma wird ein bisschen mehr auf die Waage bringen. Das sind 28 Gramm. General Hux kommt auf 25 Gramm. BB-9E hat hier ein Gewicht von 8 Gramm. Und der Maustrooper kommt hier auf 2 Gramm. Wir fangen mit BB-9E an. Ist natürlich genauso wie BB-8. Nur dass in diesem Fall eher schwarz-silber bemalt ist und hier natürlich durch die erste Ordnung genutzt wird. Die Bemalung hier ist in Ordnung, hier ist nichts drüber gemalt. Wir erkennen einzelne Farben, sowie in seinem Auge, in der Linse das Rot, sogar hier die kleinen Blaupunkte. Das ist sehr ordentlich, wir erkennen die einzelnen Details. Und wie bei BB-8 hat die Rundung eine Platte, damit wir ihn natürlich hinstellen können.
Der Kopf ist 360 Grad beweglich. Kommen wir zum Mausdroiden. Wir kennen diese lustigen kleinen Fahrzeuge, wie sie immer über den Boden huschen und dabei seltsame Geräusche machen. Wir haben beim Mausdroiden hier unten kleine Rollen, so dass wir ihn schieben können, bewegen können. Insgesamt ist das natürlich, gibt es hier keine Bemalung, das ist einfach ein Plastikteil und wir erkennen hier die Details, die normalerweise natürlich in bunten Lichtern erstrahlen. Als kleines Gimmick, aber sehr schön. Kommen wir zu General Hux. Als erstes hier ist hier zu sagen, dass General Hux Mantel aus Gummi ist. Dies macht einen sehr viel hochwertigeren Eindruck und kommt der Beweglichkeit meistens auch zugute. Die Bemalung ist hier in so gut wie komplett schwarz gehalten. Wir haben ein paar Silberapplikationen und schön das Logo, das Zeichen der ersten Order. Hier ist nichts drüber gepinselt. Wir sehen die einzelnen Falten der Hose und auch in seinem Mantel, genauso wie am Armbereich. Sein Gesicht ist gut gelungen. Wir erkennen ihn als General Hux. Wir erkennen auch hier die einzelnen Augenbrauen. Genauso ist seine Haarfarbe gut gelungen. Und wie ihr seht, erkennen wir einzelne Strähnen. Die Beine sind beweglich von vorne, auch nach hinten. Wir können den Oberarm einmal in der Runde drehen. Die Handgelenke bei General Hux sind nicht beweglich. Der Kopf ist einmal in der Runde beweglich und wir sehen, er ist auch abdrehbar und, ihr hört es, aber auch leicht wieder draufsteckbar. Kommen wir zu Captain Phasma, ja sowas wie der Oberbefehlshaber der ersten Ordnung und kommt hier in diesem sehr schön gemachten Silberton. Die Bemalung ist hier ordentlich. Ich finde hier keine Drüberpinselungen oder irgendwelche Macken. Wir erkennen hier einzelne Details und auch hier sehr schön, nämlich der Mantel, ihr seht es, ist aus Gummi und beweglich. Kommen wir zum Helm. Ihr seht auch hier alles wirklich ordentlich. Die Helme der ersten Ordnung sind hier anders als die der vorherigen Sturmtruppen. Auch hier alles sehr ordentlich. Die Bewegung auch hier von hinten nach vorne. Ihr könnt den Arm einmal in der Runde drehen und der Kopf ist einmal komplett in der Runde zu drehen. Und wir nehmen hier mal den Kopf ab. Ihr seht, da könnt ihr den Mantel abnehmen. Und Captain Phasma sehen wir dann ohne Mantel. Kommen wir zu einer Sturmtruppe, hier zu einem Offizier der ersten Ordnung, zu erkennen an dem Schulterteil. Dieses hier in Rot gehalten, auch vernünftig bemalt. Und auch hier sehen wir, ist die Bemalung in Schwarz-Weiß in Ordnung. Hier gibt es nichts zu meckern, nichts rüber gemalt. Und das Oberteil ist hier aus härterem Gummi und die Bemalung ist hier auch ordentlich. Auch hier sind kleine Details zu erkennen und auch der Helm ist hier wunderbar gelungen, auch wenn wir hier kleine Punkte haben, ist das aber sonst sehr gut. Die Bewegung auch hier, Beine von vorne nach hinten. Die Arme lassen sich einmal in der Runde drehen. Handgelenksbewegung ist hier nicht möglich. Und natürlich geht der Kopf einmal in der Runde. Wahrscheinlich, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, den Kopf können wir abnehmen, das wissen wir. Können wir wahrscheinlich auch die Arme abnehmen, aber ich möchte es hier nicht machen, das sitzt ziemlich fest, damit ich hier nichts abreiße. Der letzte im Bunde ist ein sogenannter Flame Trooper, ein Flammenwerfer-Sturmtruppler. Hier auch zu erkennen an diesem Helm. Ihr seht, die Bemalung hier ist auch in Ordnung. Insgesamt sind diese natürlich auch in Schwarz-Weiß gehalten und auch hier gibt es nichts zu meckern. Die Bewegung auch hier, Beine von vorne, hinten nur bis hier, begrenzt seine Hose oder seine Rüstung begrenzt hier nach hinten. Die Arme sind einmal in der Runde beweglich. Seine Handgelenke sind hier nicht beweglich, aber er nimmt schon eine feste Position ein aufgrund seines Zubehörs, zu dem wir jetzt sofort kommen.
Dein Kopf ist natürlich auch einmal in der Runde beweglich. Der Trooper kommt natürlich mit einem Flammenwerfer. Hinten das Pack, das könnt ihr hier einstecken, sitzt super. Das Pack sehen wir uns einmal genauer an. Ihr seht, das ist ordentlich gelungen. Ein Plastikteil, das weiße, hier mit diesem schwarzen Gummibesatz. Wir haben hier einen Schlauch, der aus festem Gummi ist. Den können wir hier oben dran stecken und legen ihm diesen einmal in die Hand. Und hier sehen wir, die Hände haben ja schon die passende Position, wie gesagt, und sieht top aus. Der Offizierstrooper kommt mit einem Lasergewehr. Auch das ist hier ordentlich gemacht, nichts Besonderes. Eine Zweifarblackierung, nichts drüber gemalt und ist, wie ihr seht, aus Gummi. Auch hier in der Hand passt. Beide Seiten sind hier offen, sodass sie in beide Hände gesteckt werden können. Captain Phasma kommt mit der gleichen Strahlenkanone wie der Offizierstrooper, nur hier in einer anderen Farbbemalung. Ihr seht ein leichtes Grau mit Schwarz. Auch hier erkennen wir kleine Details. Auch das ist top. Phasmas Hände sind beide offen, beide leicht geschlossen. Heißt, die Waffe ist natürlich beidseitig zu tragen. Und auch hier sieht es super aus. Ja, General Hux hat eine Laserpistole, ganz in Schwarz gehalten. Er hat auch zwei geschlossene Hände, leicht geschlossene Hände, in die wir natürlich beidseitig die Pistole, den Blaster, einfügen können. So Leute, nochmal eine kleine Änderung. Natürlich habe ich jetzt das Paket hinten richtig drauf, die Gasflaschen richtig drauf. Gerade hatte ich es andersrum, macht natürlich gar keinen Sinn. Da der Schlauch wird natürlich unten hergeführt. Das ein Bericht zur ersten Ordnung aus der neuen Celebrate the Saga Collection von Hasbro. Hier haben wir auch Figuren wieder, die sich gut und feste anfassen lassen, die von der Bemalung top sind und bei denen es meiner Meinung nach lohnt, als Sammler zuzuschlagen, natürlich auch für die Kids. Nächstes Mal habe ich für euch noch die Galaktische Republik, damit ihr diese natürlich sehen könnt und auf dem Laufenden bleibt. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis dahin, let's collect!